Hallo ihr Lieben, willkommen zu einem neuen Video von mir und heute soll es wieder um mein Haul gehen. Zwei Sachen vorweg, zum einen meine Haare sind noch ein bisschen nass, also wundert euch da nicht. Und dann wurde ich von der lieben Anchor Love, ich hoffe du heißt so, ich weiß es jetzt gerade nicht genau, darauf hingewiesen, dass ich irgendwo auf meiner Linse oder wo auch immer irgendwas habe, was so einen komischen dunklen Schatten macht. Ich habe das kontrolliert, ich kann nichts finden und da ich mit einer Digitalkamera filme, kann ich das Objektiv auch nicht abnehmen. Ich habe jetzt gedacht, ich gucke einfach mal, ob ich meine Kamera irgendwie auch reinigen lassen kann. Ich glaube, das kann man normal eben nur bei Digitalkameras, aber das nervt mich jetzt auch, weil jetzt fällt es mir auch auf, nachdem sie mich darauf hingewiesen hat. Und es tut mir leid, dass es noch nicht behoben ist. Ich werde mich darum kümmern, so schnell wie möglich, aber in diesem Video wird es wahrscheinlich noch zu sehen sein. Wer das gerne wissen möchte, das hier ist der Kiko Kiss Lip Balm in der Farbe Heidelbeere und auf den Augen trage ich ja die Urban Decay Weiß 3 Palette mit diversen Farben, die ich jetzt gerade nicht mehr genau weiß. Wimperntusche ist die Lash Princess Mascara von Essence und auf meinen Wangen habe ich das Blush von Flomar aus der Lights of Flower LE. So, jetzt geht's aber los. Ich war bei DM. Und zwar hatte ich gestern auch schon ein paar Fotos gepostet von einigen LEs, die es da gab. Und ich muss sagen, ja, ich habe etwas übertrieben. Es geht. Also ich habe drei Sachen gekauft, die relativ teuer waren. Bin am Ende auf 35 Euro gekommen und war trotzdem geschockt. Aber wir legen einfach mal los und ich zeige euch, was ich gekauft habe. Vielleicht mal zwei Sachen, die recht uninteressant sind. Ich habe mir zum einen von Sauber diese Wischwaschtücher gekauft. Die liebe ich über alles. Ich habe die immer super gerne in meiner Handtasche, weil man sich einfach mal kurz irgendwie sauber machen kann. Oder was auch super mit denen funktioniert, ist, wenn ihr einen Fleck irgendwo auf dem Oberteil, Jeans, Hose, wie auch immer habt, könnt ihr damit auch ganz oft diesen Fleck entfernen. Sieht gerade irgendwie aus, als würde ich hier oben extrem glänzen. Das nervt mich ein bisschen. Ich weiß nicht, woran es liegt, weil in Wirklichkeit fände ich irgendwie nicht. Dann habe ich mir noch etwas gekauft. Ja, es stand Limited Edition drauf. Was soll ich sagen? Ich habe es mir einfach mal gekauft. Und zwar ist es diese Perlenzaubermaske von Balea. Und die ist für normale Haut, soll verwöhnt sein und ist mit Extrakten der schwarzen Tahiti-Perle und Shea-Butter. Ja, Maske halt, ich weiß nicht. Habe ich einfach mal gern daheim. Als nächstes habe ich mir einen Pinsel gekauft und zwar diesen hier von Ebelin. Das ist der Lidschattenpinsel Schräg und den packen wir jetzt einfach mal aus. Ich habe ihn nämlich noch immer in der Hülle. Das fand ich immer schade, dass es davon keine Tester gibt bei DM. Es gibt ja von dem Rouge Puder Concealer Pinsel Tester. Ja, die sind eben da so ausgestellt, ihr könnt die anfassen, die nicht. Ja, ist eben ein Synthetikpinsel, ist eben hier so ein bisschen angeschrägt. Und ich weiß noch gar nicht genau, was ich damit machen möchte, aber ich fand ihn irgendwie schon sehr lange interessant und habe gedacht, wir nehmen ihn einfach mal mit und ja, er ist bei mir. Preise schreibe ich euch übrigens in die Infobox. Moment. Doch, ich habe den Kassenzettel. Ich musste eben gucken, ob ich den Kassenzettel überhaupt habe. So, dann ging es weiter und ich habe die Rockout LE von Essence entdeckt. Und die Sachen haben mich ehrlich gesagt nicht so sehr angesprochen. Also was gab es denn da? Es gab diese Schuhverschönerungsdinger. Das sind so Kassetten mit Flügeln, die ihr irgendwie an eure Schnürbänder machen könnt. Ist jetzt irgendwie in meinem Alter nicht interessant. Und es gab zweimal so Haarkreide in Pastell Lila und in Pastell Rosa. Ja, bin ich jetzt auch nicht so der Fan von, aber es gibt bestimmt einige von euch, die das vielleicht mal ausprobieren wollen. Es gab zwei verschiedene Eyeliner, einmal einen lavendelfarbenen und einmal einen silberglitzernden. Es gab zwei Lipglosse. Ich glaube, der eine war rosa und der andere auch mit diesem Silberglitzer. Da habe ich mir kurz überlegt, den zu holen für Halloween, Karneval, wie auch immer, aber habe mich dann doch dagegen entschieden. Und dann gab es noch vier Nagellacke. Es gab einen, fünf. Es gab einen rosanen mit Glitzer, es gab einen lilanen mit Glitzer. Guck mal, wie gut ich noch alles im Gedächtnis habe. Und es gab einen Top Coat, der eben den Nagellack dann etwas milchig macht und der hatte noch Sternchen drin. Und an dem war besonders eben, dass er wohl im Dunkeln leuchtet. Fand ich ganz interessant, aber diese Sternchen fand ich irgendwie ein bisschen hässlich, ehrlich gesagt. So, und dann gab es noch zwei andere Nagellacke und die habe ich mir auch beide mitgenommen. Und zwar sind das diese beiden Nagellacke.
Als erstes dieser hier, ich hoffe, es ist jetzt scharf, ist so ein silberner mit ja, ganz kleinen Glitzerpartikeln drin. Das ist die Farbe Best Rock. Und ich habe gehofft, dass der komplett deckend ist, ist er aber nicht. Es ist eher so ein Topper, beziehungsweise ich weiß nicht, ich werde mal ausprobieren, wie viele Schichten man dafür brauchen würde, wenn man es deckend haben möchte. Habe ich aber noch nicht ausprobiert, sondern nur einmal aus dem Papier geswatcht. Und dann habe ich noch hier diese Farbe in Best Hip Hop. Und das ist diese Farbe hier. Ist eben so ein dunkles Grau mit bunten Glitzerpartikeln. Der erinnert mich ein bisschen an, ich glaube Stardust heißt der von H&M. Aber wie gesagt, ich habe ihm hier auch gedacht, das wäre wieder ein deckender. Ist er aber auch nicht. Ist auch eher ein Topper. Ja, aber ich fand ihn irgendwie auch ganz schön. Wie gesagt, diese beiden werde ich mal noch testen und vielleicht kann man sie ja doch deckend auftragen. Ach ja, was habe ich auf den Nägeln? Eine Farbe von Pastell kriegt ihr hier leider nicht, ist aus der Türkei. Und ein Topper von Gabrani heißt das, glaube ich. Auch aus der Türkei, von meiner lieben Siham. Und die Farbe ist so toll. Also eigentlich beide Farben. Aber das Türkis, das knallt so richtig irgendwie. Ja, ein bisschen Sommer zurückholen, ne? Und als drittes gab es... Als drittes? Nee. Es gab außerdem in dieser LE noch ein Blush. Und das ist ein Multicolor Blush in der Farbe Global Icon. Und das sieht so aus. Ja, ich fand irgendwie die Farben interessant. Es ist jetzt eigentlich von der Farbe her, glaube ich, nichts, was ich mir sonst gekauft hätte. Ich fand den Verlauf aber so toll und irgendwie... Ja, wir swatchen das jetzt einfach mal. Ich gehe jetzt mal einfach in jede Farbe rein. Und ich gebe mir die jetzt einfach übereinander auf meinen Handrücken. Und das ergibt diese Farbe hier. Ich gehe vielleicht noch mal ein bisschen in das Lila rein. Ich gehe einfach noch mal in alle rein. Ich weiß nicht. Es ist mir, glaube ich, ein klein bisschen zu hell. Wobei ich mal gucken werde, jetzt im Winter, wenn ich wieder ein bisschen blasser werde, vielleicht sieht es ja dann doch ganz schön aus. Jetzt im Moment glaube ich aber, dass es mir zu hell sein würde. Ja, zu hell sein würde. Aber es sieht schön aus, oder? Dann habe ich ja die LE von Manhattan entdeckt. Und zwar war das die Birthday Colors LE, die nur aus Nagellacken bestand. Die ich erstmal auch gar nicht gesehen hatte. Ne? Also ich bin da so vorbeigelaufen und bei meinem DM haben die das immer so neben den ganzen Make-up aufstellen, wollte ich jetzt schon sagen, Regalen. So Regale noch und da stehen eben dann oftmals die LEs drin. Und bin da erstmal vorbeigelaufen und bin dann nochmal zurück und habe die dann gesehen und habe mir gedacht, oh mein Gott, da wirst du arm. Ich habe mir das dann angeschaut und es waren auch einige Farben dabei, die ich eigentlich ganz schön fand. Aber zum größten Teil fand ich die Farben auch ein bisschen langweilig, muss ich sagen. Also es war viel dabei, wo man auch so in der Drogerie findet. Und ja, was ich schön finde, ist, dass die ganzen Nagellacke Namen haben. Das ist ja bei Manhattan normal nicht so. Und es gab noch eine Aktion. Man konnte sich zwei Manhattan-Produkte aussuchen. Es war egal, ob jetzt eben von diesen Nagellacken oder eben von, vom normalen Sortiment. Und dann hat man eine Mascara umsonst bekommen. Und zwar die Manhattan Supreme Lash Clump Free Volume and Care with Argan Oil Mascara, die eben in diesem Kupfer-Kopper-Ton ist. Ich mache sie euch einfach mal auf, um euch das Bürstchen zu zeigen. Ja, ich konnte da nicht widerstehen, wenn es die umsonst gibt. Ich glaube, die hat normal 6,25 Euro oder so gekostet. Und ich habe mir gedacht, machst nichts falsch. Es ist so ein Bürstchen, es ist ziemlich groß. Die Mascara ist sehr flüssig, habe ich das Gefühl. Also man sieht hier oben schon, wie viel da mitkommt. Ich werde sie auf jeden Fall ausprobieren, aber kann eben dazu jetzt auch noch nichts sagen. Und was habe ich mir gekauft, um diese Mascara für umsonst zu bekommen? Natürlich Nagellack. Ich weiß, Leute, ich habe mir 6 Nagellacke gekauft und ich weiß nicht, was mit mir los war, aber ich musste sie irgendwie alle haben. Von Manhattan habe ich zum einen erstmal eben aus dieser Birthday Colors LE die Farbe Cupcake Addict genommen. Und das ist diese Farbe. Das ist eben so ein Weiß mit ja, pinken Glitzer. Dingern drin und auch noch so einen leichten goldenen Schimmer. Fand ich irgendwie ganz interessant. Und außerdem habe ich mir mitgenommen die Farbe Strawberry Cake. Und das ist eben so ein
Koralleton, auch wieder mit so Glitzerpartikeln drin und auch noch kleinen roten Glitzerpartikeln. Ja, die beiden Farben sind es geworden und ja, wobei ich glaube, ich finde, das ist eher so eine Sommerfarbe, aber was soll's. Ich glaube, die haben auch nicht viel gekostet, unter 2 € sogar. Und wie gesagt, ihr habt dafür eine 6,25 € Mascara bekommen. Und dann habe ich euch ja auch gezeigt gehabt, dass es die Essie Dress to Kill LE gibt. Und ich habe davor schon Bilder gesehen bei Instagram und ich muss sagen, dass ich die Farben eigentlich alle nicht so besonders fand. Ich habe das auch schon mal in irgendeinem Video neulich gesagt, dass es irgendwie immer ein Nude-Ton dabei, ein Blauton dabei, ein Rotton dabei und das war eben in dieser LE nicht anders. Ich hatte zuerst den Rotton in der Hand, das ist die Farbe eben Dress to Kill, weil ich die extrem schön fand. Hab aber dann mal so ein bisschen abgeglichen mit den anderen Farben im Standardsortiment und habe mir gedacht, ja gut, welche Farbe war das denn? Ich glaube, A-List ist relativ ähnlich zu Dress to Kill, nee, Dress to Kill. Und habe mich dann dagegen entschieden. Ich habe trotzdem 2 Farben mitgenommen. Ja. Zum einen habe ich mitgenommen Style Cartel. Das ist diese unglaublich tolle dunkelblaue Farbe. Ich weiß nicht, ob ihr es wisst, aber ich stehe auf dunkelblaue Töne. Und ja, der hat irgendwie so eine wunderschöne Tiefe. Ich weiß nicht. Ja, ich war irgendwie sofort verliebt und musste ihn haben. Ich glaube, das ist mittlerweile mein 4. oder 5. blauer Nagellack von Essie. Ja, könnt ihr ein Schema erkennen? Und dann habe ich mir noch eine Farbe mitgenommen und zwar ist das die Farbe Take It Outside. Ist eigentlich eine total untypische Farbe für mich. Das ist dieses grau-taub-beige farbene etwas. Manchmal fange ich die Sätze an und dann komme ich nicht mehr zu dem Ende und dann muss ich so bescheuert ein Ende machen. Keine Ahnung, ob ihr es gehört habt. Ich habe eine Geburtstagserinnerung gehabt. Ich wusste gar nicht, dass ich sowas überhaupt eingetragen habe. Muss ich doch jetzt gerade mal gucken, wer Geburtstag hat. Ah. Jemand komplett Unwichtiges. Alles klar. Ich weiß nicht, woher mein Handy diese Information hatte. Gut. Ein Beige-Ton. Ja, ich fand den einfach wunderschön. Also jetzt auch gerade so für den Herbst, Anfang Winter und auch für den Winter. Ja, schön einfach. Und ja, das sind die beiden Farben, die ich mitgenommen habe. Passen auch gut zusammen, wenn ich das mir mal so angucke. Und ja, ich bin sehr glücklich mit ihnen. Und dann kommen wir schon zu meiner letzten Errungenschaft. Das hatte ich euch auch gepostet bei Instagram. Es gibt neue Lidschatten von Max Factor. Und ich habe auch Swatches da gepostet, wobei das Licht nicht so toll ist. Das ist eben dieses Kunstlicht bei DM. Was soll ich sagen? Und es war dunkel, darum hätte ich euch das nicht mehr besser zeigen können. Ich muss sagen, Max Factor ist so eine Marke, der ich eigentlich kaum bis keine Beachtung schenke. Ich finde sie relativ teuer, gerade auch die Nagellacke. Ich meine, ihr kriegt so ein Mini-Ding für weiß nicht wie viel Geld. Und ich finde die Sachen einfach irgendwie immer recht uninteressant. Bei meinem DM ist Max Factor ganz am Ende bei der Kasse. Das heißt, ich stoppe eigentlich dann bei, was ist davor? Ich glaube L'Oreal. Und gehe dann auch gar nicht weiter, um zu gucken. Und gestern war ich irgendwie in der Stimmung, einfach mal ein bisschen länger rumzubummeln, Sachen auszuprobieren und ja, wie ihr seht, ist das ein Fehler, weil ich einfach 35 € dann ausgebe. Aber ich bin eben auch bei Max Factor stehen geblieben. Und diese Lidschatten heißen Excess Shimmer. Und es gibt 1, 2, 3, 4, 5, ich glaube 6 Farben, wenn ich mich jetzt nicht total irre. Und sie sind alle ein Traum. Ich habe sie mir alle geswatcht und ich konnte mich nicht entscheiden. Es gab noch so eine helle Farbe. Bei meinem Video bei Instagram ist das die zweite Farbe von links. Das ist ein heller Ton, wo so ein bisschen Grünstich hat. Das ist die Farbe Pearl, glaube ich. Und ja, da war ich kurz davor, das mitzunehmen. Habe mir aber dann gedacht, gut, wie oft wirst du es dann tragen? Habe es dann dagelassen. Und es gab noch dieses dunkle Schwarz, was ich sehr toll fand. Und da weiß ich jetzt leider nicht mehr, wie es heißt. Und eben noch so ein hellerer Ton, bei dem ich mir aber dann irgendwie gedacht habe, dass der doch recht ähnlich zu der Farbe, wie heißt der? Dieses eine Color Tattoo von Maybelline, dieses helle, topige, wie heißt das denn nochmal? Komme ich jetzt nicht drauf, ist egal. Und ja, ich habe mir den Bronzeton mitgenommen, der eben auch Bronze heißt. Die sehen so aus, sehen auch relativ ähnlich aus wie diese Color Tattoos. Und ja, ihr werdet jetzt wahrscheinlich sagen, ja, du hast doch auch On and On Bronze von Maybelline, von diesen Color Tattoos. Aber der ist irgendwie intensiver, bronziger. Der andere geht ja schon eher so ein bisschen ins Gold. Also ich mache das jetzt mal auf. Ja,
eingecremte Hände, das ist ein Traum. Doch, ich habe es hinbekommen. So, wir haben hier oben noch so ein Safety Seal, das ich jetzt mal abmachen werde. Und das war ja auch der Hammer. Ich habe diese Dinge dann entdeckt. Jemand bei Instagram hat gestern gesagt, die sind auch neu. Ich weiß leider nicht mehr wer, tut mir leid. Und die ganzen Tester waren auch noch hier so versiegelt. Also es war wirklich unberührt. So, ich zeige euch jetzt mal, wie das aussieht. Das sieht so aus und es ist eine total musige Konsistenz. Ich dippe da jetzt mal ganz leicht mit meinem Finger rein. Das war eigentlich schon ein bisschen zu viel. Und werde mir das jetzt auf meinen Handrücken swatchen. Und das ist die Farbe. Vielleicht nehme ich noch ein bisschen mehr, damit ich einfach eine breitere Fläche habe, dass ihr das sehen könnt. Da muss ich gleich aufpassen, damit ich mir das nicht in mein helles Oberteil schmier. So. Und das ist die Farbe. Hier auf dem Finger könnt ihr es, glaube ich, noch ein bisschen besser sogar sehen. Also, bam, oder? Also, ich bin absolut verliebt. Ich kann es kaum erwarten, die zu tragen. Ich muss natürlich noch gucken, wie sich das verhält ohne Base. Weil das eben jetzt so schon recht rutschig ist. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Man kann es gut verblenden. Ich habe aber noch keine Zeit gehabt, das irgendwie zu beobachten, wie sich das verhält, wenn das eben antrocknet. Ich versuche jetzt gerade meinen Finger noch ein bisschen sauber zu machen. Vielleicht könnte ich das ja jetzt einfach mal nutzen, diese Chance. Ja, aber wie gesagt, eine Hammerfarbe. Ich bin absolut verliebt und bin froh, dass ich sie mitgenommen habe. Die kosten aber um die 8,70 Euro oder so, glaube ich. Und darum, ja, habe ich nicht alle mitgenommen, weil, also ich finde schon ein bisschen teuer. Genau, ja, das war mein Haul. Ich mache mal eben hier den Lidschatten noch zu. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich weiß, es sind einige Sachen gewesen und vor allem Nagellacke, obwohl ich echt schon genug davon habe. Aber irgendwie mussten sie alle mit. Ihr kennt das bestimmt. Ja, an dieser Stelle wünsche ich euch noch einen wundervollen Tag. Sag euch vielen Dank fürs Zugucken. Und wir sehen uns ganz bald wieder. Und tschüss.